Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute einen Doppelbocker im Topf. Und wem das nichts sagt, das ist ein super leckeres, würziges und malziges Brot. Und für den Doppelbocker, den wir heute machen, braucht ihr auch nicht unbedingt eine super fancy Brotbackform. Ihr könnt auch einfach einen ofenfesten Topf nehmen. Achtet da einfach nur darauf, dass da keine Plastikgriffe oder sowas dran sind. Damit das Ganze geschmacklich noch pfiffiger ist, machen wir jetzt erstmal unser Brotgewürz. Frisch gemachtes Brotgewürz aus dem Thermomix hat nämlich ein ganz tolles Aroma und passt dann ganz besonders gut zu Roggen oder Roggenmischbroten. Die Gewürze regen dabei die Verdauungstätigkeit an und wirken beruhigend und krampflösend auf den Magen-Darm-Trakt. Wer Anis jetzt nicht unbedingt liebt, der kann das natürlich auch rauslassen. Als erstes geben wir 60 Gramm ganzen Kümmel in den Mixtopf. Dann brauchen wir 30 Gramm ganze Fenchelsamen, 25 Gramm ganze Anissamen und 10 Gramm ganzen Koriander. Deckel wieder drauf und dann wird alles 30 Sekunden auf Stufe 10 gemahlen. Euer frisch gemahlenes Brotgewürz könnt ihr jetzt prima in ein Schraubglas umfüllen. Wir brauchen es aber jetzt gleich für unseren Doppelbocker. Für das Thermomix-Magazin könnt ihr euch übrigens hier über diesen Link anmelden. Und wer das noch bis zum 6.9. macht, der kriegt dann auch die September-Ausgabe mit dem Doppelbocker-Rezept. Für unseren Doppelbocker brauchen wir als erstes 380 Gramm dunkles, malziges Bier, zum Beispiel Doppelbock, und einen halben Hefewürfel. Wer eine alkoholfreie Variante haben möchte, kann natürlich auch Malzbier nehmen. Unsere Bier-Hefemischung erwärmen wir jetzt bei 37 Grad für 2 Minuten auf Stufe 1 und in der Zwischenzeit bestäuben wir schon mal eine Schüssel mit Mehl. Jetzt kommt 500 Gramm Weizenmehl Type 550 in den Mixtopf, 200 Gramm Vollkornweizenmehl, 2,5 Teelöffel Salz, 10 Gramm Ahornsirup oder wir nehmen jetzt 10 Gramm Zuckerrübensirup, 20 Gramm Butter und ein Teelöffel von unserem frisch gemahlenen Brotgewürz. Und jetzt lassen wir alles 4 Minuten lang im Teigmodus kneten. Mit dem Thermomix könnt ihr natürlich euer Weizenmehl auch selber mahlen. Dazu gebt ihr einfach 200 Gramm Weizen in den Mixtopf, stellt Stufe 10 ein und mahlt alles für 30 Sekunden. Dann das Mehl einfach nur noch umfüllen und mit dem Rezept fortfahren. Unseren fertigen Teig füllen wir jetzt in die vorbereitete Schüssel um, bestäuben ihn nochmal mit Mehl, decken ihn ab und dann lassen wir den nochmal gehen, und zwar für 1,5 Stunden an einem warmen Ort. Während unser Teig geht, bereiten wir jetzt einen ofenfesten, länglichen Topf mit Deckel vor und der sollte am besten ca. 4 Liter haben. Wir nehmen dafür jetzt einen brandneuen Bräter-Betty und weil der eben brandneu ist, wird er jetzt erstmal mit hocherhitzbarem Öl eingefettet und danach dann noch mit Mehl ausgestreut. Für unser heutiges Rezept ist der Bräter-Betty natürlich super geeignet, da wir nicht über Temperaturen von 230 Grad kommen. Ihr könnt aber natürlich auch einen Tontopf nehmen, den am besten ein bisschen wässern und dann mit Mehl ausstreuen. Oder ihr nehmt einen Gusstopf, da könnt ihr super Backpapier nehmen und den damit auslegen. Und darauf achten, wenn ihr eine schöne Kruste haben wollt, dass ihr am Ende noch für die letzten 10 Minuten den Deckel abnehmt. Und solltet ihr einen runden Topf haben, dann am besten nur einen Brotleib formen. Jetzt bemehlen wir unsere Arbeitsfläche, geben da dann den Teig drauf, halbieren den Teig und falten jede Hälfte mehrmals. Und dann formen wir Brotleibe und sorgen dafür, dass gleich die glatte Seite oben liegt. So kommen unsere Brotleibe jetzt nebeneinander in den Topf und dann bestreichen wir sie noch mit Bier. Jetzt kommt der Deckel drauf und wir geben unseren Topf auf die unterste Schiene in den kalten Backofen. Backen alles für 45 Minuten bei 230 Grad und damit wir eine besonders schöne Kruste kriegen, backen wir alles nochmal für 15 Minuten, allerdings ohne Deckel. Und wenn unser Doppelbocker fertig ist, dann nehmen wir den Topf aus dem Ofen, lassen ihn 10 Minuten abkühlen, nehmen dann die Brotleibe raus, legen die auf ein Kuchengitter und lassen die da nochmal auskühlen, bevor wir ihn dann letztendlich servieren. Damit die Feuchtigkeit bestmöglich aus eurem Bräter-Betty entweichen kann, solltet ihr den auch auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Klickt hier für das beste Brot der Welt. Schön kross auf jeden Fall und die Gewürze kommen super durch. So malzig und würzig, sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!